Und ich darf Tagesordnungspunkt 6 aufrufen und Herrn Staatsminister Al-Wazir bitten, den Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz über die Zuständigkeiten der Schornsteinfeger und so weiter 2039/17 einzubringen. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie sehen, das Ministerium arbeitet. Deswegen haben wir auch viele Gesetzentwürfe hier in erster Lesung. Und wie schon bei den vorherigen Gesetzentwürfen, die hier nur eingebracht worden sind und nur wir dann im Ausschuss weiter diskutieren, will ich das hier nur kurz vorbringen und will Ihnen sagen, worum es geht. Mit dem Gesetzentwurf über die Zuständigkeiten und Gebühren im Schornsteinfegerwesen wird die verantwortliche Ministerin oder der verantwortliche Minister, so ist die Idee des Gesetzentwurfs, ermächtigt, die Zuständigkeiten für Vollzugsaufgaben nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz durch eine Verordnung zu regeln. Bisher muss diese Zuständigkeitszuweisung per Landesgesetz erfolgen. Das bestehende Zuständigkeitsgesetz soll aufgehoben und zeitgleich durch eine Ministerverordnung ersetzt werden. Und erforderliche inhaltliche Änderungen werden mit der neuen Ministerverordnung umgesetzt. Und das Ziel ist, künftig schneller und angemessener auf Änderungen des Bundesgesetzes reagieren zu können. Und, wenn ich das einmal so sagen darf, vor allem der Heinz Lotz kennt das Gesetz und ansonsten noch viele andere, aber wenige beschäftigen sich jetzt Tag und Nacht mit den Regelungen des Schornsteinfegergesetzes. Aber einen Punkt will ich hier schon noch einmal erwähnen. Die Gebührenfreiheit des Landes für Aufgaben des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers soll ausgeschlossen werden. Das ist angemessen, da der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger als Berliner Unternehmer auf eigene Rechnung arbeitet und dementsprechend natürlich auch sozusagen einen Anspruch darauf hat, dass Leistungen auch vergütet werden. Ansonsten, wenn gewünscht, vertiefen wir das Ganze im Ausschuss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit ist das Gesetz über die Zuständigkeiten und Gebühren im Schornsteinfegerwesen eingebracht. Wir überweisen es ohne Aussprache zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WVA.